Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mutant Year Zero auf den Metallfeldern. Und muss echt mal gucken. Wir waren ja schon mal ein zweiter Feld. Aber wir waren zum Beispiel auch noch nicht in dem Bereich, wo ich da hoch. Da läuft ein Ort rum. waren noch nicht in dem Bereich, wo wir ja nicht weiterkommen. Wir haben halt zu viel Leben. Und was machen unsere lautlosen Waffen aktuell? Selbst im Bestfall 7, 18, 15 und 6 sind 21. Selbst im alleroptimalsten Fall würde es nicht reichen. Leider mit Tricks ein bisschen. So. Und zwar fängst du an mit dem Revolverhelden. Der Revolverheld funktioniert anders, als ich gerade eben gedacht habe. Das ist halt der Revolverheld. Nee, das heißt glaube ich gar nicht Revolverheld. Ich habe gedacht, das wäre die Aktion von wegen 25% weniger Trefferwahrscheinlichkeit dafür zwei Schüsse aufs gleiche Ziel. Das nicht so smart. Fangen wir einfach neu an. Kurz gucken. Dessen könnte sie schleichen, das will ich aber auch nicht. Wer hatte die denn? Was die? Da. Das als kleine statt Rennen und Peng ist vielleicht aktuell echt sinnvoll. Bomben eigentlich hat. Ich will endlich mal die Ultis haben. So die vernünftigen Passiven, weil er hat halt immer noch keine Passive. Das wurmt mich. Bei ihm kann ich mir den Ausschalter nicht leisten. Bei ihr auch nicht. Auch ein Level up. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie an den Bots vorbeikommen. Und dann wenn an dem Bot durch das Haus kommen wir nicht vorbei. Problem ist da, der Vollstrecker ist ja nicht alleine. Einfach ganz kackendreist hier mitten durchgehen. Haben wir hier noch irgendwie ein bisschen Schrott? Da würde ich mich drüber freuen. Läuft auf jeden Fall auch nochmal einer. Sogar ein Vollstrecker. Da ist noch ein separater. Verdammt. Neues detected. Nein. Das will ich nicht. Das ist halt auch echt eine bescheidene Sache, dass die nicht, dass die, ich meine, an sich ist es gut, dass sie nicht triggern, wenn sie durchlaufen, die nicht kontrollierten Charaktere. Auf der anderen Seite geben sie sich halt noch nicht mal Mühe, sich aus diesem Radius rauszuhalten. Das nervt. Ja, ich muss irgendwie anders daran vorbeikommen. Einfach erstmal hier mitten durch. Hier war ja auf jeden Fall nichts, das wissen wir noch. Weil wir hier ja Arrow gefunden haben. Da sehe ich noch Schrott. Den will ich haben. Und da war noch mehr Schrott. Den will ich auch gleich haben. Erstmal ohne EMP-Granate.
Nice, danke. Liebe euch. Ja. Hätte jetzt noch eine Bombe, ne? Ja. Das heißt, wir haben zwei EMP-Granaten. Das ist mehr als nur bares Gold wert. Stimmt, da hinten. Wir wussten noch nicht, wie wir da hinten hinkommen. Reinkommen. Hier ein bisschen lang. Stay back, guys. Teilen wir uns einfach mal. Und zerlegen den Vollstrecker. Sie wollte sich halt gerade nicht verstecken. Sagst du, machst mit. Bowman, du machst auch mit. So, Bowman fängt damit an, den Typen zu deaktivieren. Ich sollte ihn nicht triggern, auch wenn er es theoretisch sieht. Dax. Ich habe mindestens 3 Runden Zeit. Kann ich jetzt auch erstmal draufhalten. Du gehst bitte einfach erstmal in Deckung. Und feuerst. Give up now and I'll go easy on ya. Gotcha! Seriously. Es wurde sie von dem dann nicht gesehen. Natürlich nachladen. Gotcha. Zumindest hat Dax theoretisch die Möglichkeit, die Paralyse von ihm weiter zu verlängern. Sollte echt aufhören, die Leertaste zu verwenden in diesem Spiel. Die triggert mich hier definitiv zu viel. Nach. Don't it. Und Dax kriegt den Kill. Zack. Hey, follow me. So. Der Polispot da vorne würde halt trotzdem alles triggern. Ist aber mein. Eine Durchgangskarte, glaube ich. Aber ich will trotzdem erstmal kurz gucken, was ich hier sonst noch finde und dann gleich einfach mal speichern. Hier ist schon mal nicht viel. Irgendwo irgendwas liegen. Kann doch nicht erzählen. Oh, das ist schon nice. Hier müsste das Haus sein, in dem der eine Polispot patrouilliert. Und da sind. Ja. Da liegt was, will ich haben. Tut mir leid, ich bin greedy. Das war gar nicht knapp oder so. Gut, dass wir das geklärt haben. Ist hier vielleicht im Zug noch was? Eigentlich nicht, ne? Eine EMP-Granate? Nein? Schade. Dann werde ich aber meine EMP-Granate hier echt verwenden, um den auszuschalten. Denn da ist auf jeden Fall noch wertvoller Schrott. Auch keine Deckung.
Tatsächlich. Was mich halt stört, ich muss jetzt mit ihm die Granate schmeißen. Ich hätte die vielleicht einfach Bomben wiedergeben sollen oder Pharaoh oder so. Weil ich dann theoretisch immer erst. Das habe ich eben auch falsch gemacht. Ich hätte erst mit Dax schießen sollen. Dann gucken, ob er ihn paralysiert und dann aufhalten. Ich denke mal, wenn Dax paralysiert ist, glaube ich, nur für eine oder für zwei Runden. Fuck. Es hat scheinbar keinen getriggert. Möchte ich aber bitte nicht weiter ausprobieren. Das jetzt für alle Waffen gilt. So, Reichweite ist im Eimer. Ergo, Dax. Mal was näher ran. Ja, wolltest du jetzt? Danke. Manchmal ist diese Intro echt dämlich. Ja, ich habe das gemacht. Was denkst du darüber, huh? I'm the hero. You're the zero. Ask your hurt. Unsere Pharaoh lässt die ganze Zeit irgendwelche dummen Sprüche ab. Und I am the lässt sich. Weapon. Ja, sie lässt sich Zeit zum Zählen. Das ist an sich ja eigentlich eine positive Sache. Aber trotzdem. Level up. Sehr gut. Mutation. Es fehlt immer noch. Bei ihm könnte ich das jetzt mal holen. Weil aktuell benutze ich den Schädelspalter nicht. Das heißt, Dax. Das Problem ist, es zählt nur für einen Gegner. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen wenig. Bormann, du kriegst einfach nur eine chemische Fackel. Weil, ich weiß nicht, ich benutze die Dinger eh nie. Aber hey. Hier noch irgendwo ein bisschen Elektroschrott. Nö. Hier auf dem Tisch stand doch was. 10 Stück. Was? 10 Schrott. Waffenteile. See those ruins in the distance? They call it the Forbidden City. You don't want to know why. Doch, eigentlich schon. Wir werden es auch gleich herausfinden. Oder vielleicht morgen. Aber ich weiß es noch nicht. Moment. Na, gleich. Will aber da hinten rein. Ich meine, wir haben den Schlüssel schon gefunden, oder? Ja, klar, den Schlüssel. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Medikit. Nice. Bin ich überrascht, dass wir hier so wenig Medikits haben. Im offensichtlich medizinischen Quarantänebereich. Na gut, sind vielleicht auch einfach schon alle drauf gegangen. Damit meine ich die Medikits, nicht die Typen. Aber ja, die Typen sind auch schon alle drauf gegangen. Manchmal würde ich es mir echt wünschen, ich könnte die Kamera nach oben oder unten drehen, ey. Geht ja gar nicht hier. Was in dem offenen Truck? Nö, auch nicht. Dann kann ich mich hier eigentlich überall verstecken. Jetzt nicht so, als gäbe es hier Gegner. Was soll es gewesen sein? Ich habe diesen Schlüssel gefunden für ein Medikit. Seriously? Bin unzufrieden. Das ist echt nicht zufriedenstellend. Ja, Medikit ist geil. Sind vom Prinzip her 44 Schrott, die wir auf einmal finden. Die wir dann zweckgebunden ausgeben, aber hey, da es uns aktuell eh an Medikits mangelt, wäre das gar nicht so abwegig gewesen. Okay, also es geht hier in dieser Sackgasse also auch noch weiter. Das ist gut. Gefällt mir. Wie gesagt, ich mag das Spiel. Also mir gefällt das Spiel an sich.
Und je mehr ich davon habe, desto schöner. Restore a glimmer of hope to the world of chaos. Join me and help bring light back to the zone. Come to me. Come to Lux. Did you hear that voice? Keep your guards up. Take a chill pill, all right? If the voice wants to bring light to the zone, I'm all for it. All in me. Come on, let's find this Lux. Und ihr wisst schon, dass die einzigen Leute, die ihr in eurem Kopf hört, diese Telepathen von der Nova-Sekte sind aktuell, ne? Ist euch hoffentlich noch bewusst. Das ist echt nichts. Was ist das für ein Scheiß? Hallo? Was ist das? Verstecken, mitnehmen. Mal das holen. So, dann wir sonst hier nichts. Toll. Und dann da hinten steht er. Da steht Lux. Lux. Das Lateinisches. Man fragt mich jetzt nicht nach Deklination oder sonstigem Scheiß. Habe ich damals schön alles aus meinem Gehirn verbannt. Und zumindest finden wir hier einiges an Schrott. Fällt mir nicht. Medikit noch besser. Und ich finde keine Gegner. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite beunruhigend. Welcome to the Castle of Light. Forgive me for not providing the illumination this castle is known for. I pray that someday we will once again become a beacon of light for weary travelers. Don't sweat it. You got a nice place here. Would your name happen to be Lux? We heard you outside. Lux, I am. You say you heard my voice in the zone? Quite interesting. Perhaps the fates brought you here. You look strong, well armed. You get things done, yes? Hells yes. We're stalkers. We take everything the zone throws at us and then some. Then I humbly request your assistance. There is a pack of renegade ghouls who wish to keep the zone in darkness. They stole the key to the sacred sanctum, where the lights get their power. Perhaps you can help me recover this key from the ghouls. It's a special key. You wouldn't miss it. Return it to me, and I'll reward you handsomely. I like handsome rewards. We'll deal with the ghouls and get your keys. Es gibt also Nebenquests. Nice. Pharaoh, wo rennst du hin? Ist die hingerannt? Hallo, Fox, bei Fuß. Toll. Läuft ja bei diesem Viech. Mit Viech meine ich Fuchs. Auf zwei Beinen. Mit Sprachapparat. So, Stuff mitnehmen. Ich dachte halt, wir müssten den Kerl platt machen. Aber es könnte auch sein, dass das immer noch kommt. Also. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausschließen. Ich meine, weil ich weiß, basiert das Spiel auf einem. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist ein Tabletop, aber im Englischen heißt ja jedes Brettspiel Tabletop. Also ich denke mal eher, es wird so eine Art normales Brettspiel mit ein paar Pen and Paper Sachen vielleicht sein. Das wäre halt eigentlich voll geil. Ich voll feiern. So ein Pen and Paper. Weil es gibt ja auch genug Pen and Paper, die so ein bisschen dystopisch angehaucht sind statt ein Fantasy. Nur noch Schrott. Gegner auch nicht. Was ist für ein Scheiß. Oh. Da drin sind halt ganz viele Ghoule. That Lux guy seemed pretty cool, right? I hear you there. Seems like he can be a friend. I don't have friends. Well, except you lot. But another friend would be cool. Lux's lights are a beacon of hope for the zone.
Let's turn them back on. We're gonna have to convince those ghouls to give us back the key. Das kriegen wir hin. Ich glaube, dafür sind wir gut ausgerüstet. Beim Ghule sind für gewöhnlich nicht ganz so tanky. Das sind einige lang und einige Ghule. Da so ein Panzer, ne? Der heißt halt auch nicht umsonst so. Aber es gibt ja zum Beispiel auch die Schlechter und die hatten irgendwie immer nur 14 HP. Das war mir ganz schön. Rescue Hammond before venturing any further into the zone. Mimi. Mich aber umgucken, weil hier kann ich mich noch bewegen. Öl braucht mir vor allem eins, Ausrüstung. Und Level. Und überhaupt. Und da geht's theoretisch auch weiter. Kommen wir halt nicht rein, weil wir den Schlüssel brauchen. Die Frage ist, wo dieser Schlüssel gelandet ist, ne? Ich werde das Ding mal aktivieren. Die unerleuchtet. Ist auch nicht mit einem Warnschild ausgesehen. Und es ist eine Sackgasse. Dann gucken wir uns hier doch mal um. Ich vermute stark, hier werden wir den Schlüssel finden. Ich würde aber sagen, den suchen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis morgen, bis dann. Ciao, Freunde.